Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Undertale. Wir sind im Frostwald und da ist eine Kiste. Kann man die nehmen? Was steht da? Dies ist eine Kiste. Du kannst etwas reinnehmen oder rausmachen. Ah, die gleiche Kiste erscheint auch später nochmal. Mit lieben Grüßen, ein Boxliebhaber. Cool, also meine persönliche Kiste. Gut, mein Inventar ist ziemlich voll. Butterscotch habt ihr mir nahegebracht, ist sowas wie Karamell. Ist gut zu wissen. Also so eine Butter- und Zucker- oder was auch immer Geschichte, so ganz komisch. Eine Angel steckt am Boden. Angel einholen? Ja. Alles, was am Ende hängt, ist ein Foto eines seltsam aussehenden Monsters. Ruf mich an, hier ist meine Nummer. Du entschließt dich nicht anzurufen. Du hängst die Angel wieder rein. Okay, warum nicht? Ah, da sind die Jungs ja. Ich weiß nicht, ob ich mit denen jetzt so... Der andere, der Papyrus, ist doch böse auf mich. Der will mich doch nommen. Kann ich hier rechts vorbei noch? Nö, kann ich nicht. Naja, bin am Speicherpunkt. Probieren wir es halt mal. Also, was ich gerade noch über Undyne sagte. Undyne? Hm? Da gucken sie. Da rotieren sie. Oh Gott, gleich heben sie ab. Jetzt gucken sie weg. Sans! Oh mein Gott! Ist das ein Mensch? Eigentlich glaube ich, das ist ein Stein. Oh. Hey, was ist das da vor dem Stein? Oh mein Gott! Ist das ein Mensch? Ja. Oh mein Gott! Sans, ich hab's endlich geschafft! Undyne wird... Ich werd so... beliebt sein! Beliebt! Beliebt! Ahem. Mensch, du darfst hier nicht vorbei. Ich, der große Papyrus, werde dich aufhalten. Und dann werde ich dich einfangen. Dann wirst du in die Hauptstadt gebracht. Und dann... Dann weiß ich nicht genau, was als nächstes kommt. Aber so oder so. Fahr fort, aber nur, wenn du dich traust. Ach, das lief ja eigentlich ganz gut. Mach dir keine Sorgen, Kleiner. Ich werfe ein Auge auf dich. Ja. Ich halte eine Augenhöhle offen für dich. Snowdrake, ein Schneedrache. Das sieht aber nicht so sehr drachig aus. Was kann's denn? Nee, ich will nicht kämpfen, ich will Act. Was können wir denn machen? Wir können einen Witz erzählen, das hört sich gut an. Du machst einen schlechten Wortwitz bezüglich Eis. Den kenne ich schon. Uah, da kommt noch was von unten. Snowdrake lacht über seinen eigenen schlechten Witz. Okay, kennen wir vielleicht noch einen besseren? Noch ein schlechter Eiswitz. Soll das witzig sein? Sieht nicht so aus, als interessieren die den besonders. Okay, dann lachen wir einfach über seine Witze. Wie wär's? Du lachst ihn an, bevor er irgendwas Witziges sagen kann. Was lachst denn du so? Er schaut sich das Publikum an. Nochmal lachen. Was lachst denn du so? Er hat gemerkt, dass sein eigener Name ein Wortwitz ist und rastet völlig aus. ja, dann machen wir halt mal böse Sprüche. Du boost ihn aus. Beleidigung gegenüber Menschen. Ziemlich allgemein gehalten. Boah, fast hätte es mich getroffen. Ja, was machen wir denn dann? Noch ein Witz erzählen? Noch ein schlechter Eiswitz. Haha, netter Versuch. Er riecht wie nasses Kissen. Dankeschön. Nochmal anlachen. Nee, da kommt immer das Gleiche. Beim schlechten Eiswitz erzählen kommt wenigstens ein bisschen was anderes manchmal. Einfach schon Gnade? Glaub nicht unbedingt. Nochmal anbuhen. Du sagst dem Schneedrachen, dass seine Witze gar nicht witzig sind. Das hier wird auch nicht witzig.
Jetzt übt er schon seinen nächsten Witz. Nochmal. Du boost ihn aus. Nochmal Beleidigungen, sag mal. Nochmal einen Witz erzählen? Soll das etwa witzig sein? Nö, nee, jetzt versuche ich mal Mercy. Vielleicht ist das ja auch so einer, wo er nicht gelb wird. Better not snowflake out. Also, verschnee dich nicht oder so. Eispanzer, no problem. Eiswitze sind gar kein Problem. Oder Schneeproblem. Better not snowflake out. Ah, jetzt lache ich über den Witz, den er gemacht hat. Ha? Siehst du? Lacher. Papa hatte also doch Unrecht. Ah, also ich muss warten, bis er einen Witz macht und dann kann ich darüber lachen. Jetzt verstehe ich es. Jetzt mag er seinen eigenen coolen Witz und jetzt kann ich ihn verschonen. Mann, da habe ich mich ja mal dumm angestellt. Okay, da ist ein Häuschen. Was ist das? Hier ist was geschrieben auf der Box. Du betrachtest jetzt die wohlgebaute Wachstation. Wer könnte das hier nur gebaut haben, fragst du dich. Ich wette, es war dieser sehr, sehr berühmte, diese sehr berühmte königliche Wache. Achtung, Notiz, noch keine sehr berühmte königliche Wache. Der Papyrus. Auf gar keinen Fall bewegen. Zu spät. Hat sich da was bewegt? Oder war das nur meine Vorstellung? Ich sehe nur sich bewegende Dinge. Wenn sich da was bewegt hat, zum Beispiel ein Mensch, dann werde ich dafür sorgen, dass er sich nie wieder bewegt. Doggo ist im Weg. Hallo Doggo. Oh, streicheln. Doggo, ist es zu verdächtig, wie du dich bewegst. Beweg dich kein Stück. Okay. Ah. Ich hätte mich so nicht... seltsam. Doggo kann anscheinend nichts finden. Spare? Bewegt sich diesmal vielleicht? Also soll ich jetzt stehen bleiben? Scheint so. Doggo findet nichts. Nochmal verschonen. Streicheln? Hey, du streichelst Doggo, was? Aha. Was? Ich wurde gestreichelt? Warte. Doggo wurde gestreichelt. Du hast gewonnen. Hoch 30. Irgendwas hat mich gestreichelt. Irgendwas, das sich gar nicht bewegt. Da werde ich echt ein paar Hundeleckerlis brauchen. Mahlzeit. Ist ja cool. Hey, Hundeleckerlis. Jemand hat hier Hundeleckerlis geraucht. Was? Bitte was? Hi, sonst. Hey, hier ist was Wichtiges, an das du dich erinnern solltest. Mein Bruder hat eine Special Attack. Wenn du einen blauen Angriff siehst, dann beweg dich nicht und er wird dir nicht wehtun. Hier ist ein ganz einfacher Trick, um dir das zu merken. Jetzt kommt's bestimmt. Stell dir ein Stoppschild vor. Wenn du ein Stoppschild siehst, dann stoppst du, richtig? Stoppschilder sind rot, also stell dir stattdessen ein blaues Stoppschild vor. Ist doch ganz einfach, oder? Wenn du kämpfst, denk an blaue Stoppschilder. Naja, das schaffe ich noch. Gut, auf dem Eis rutsche ich. Norden Eis, Süden Eis, Westen Eis. Osten, Snowden Town. Und Eis, natürlich. Snowden Town, das könnte auch heißen eingeschneite Stadt und ein günstig geformter Schneemann. Hallo, ich bin ein Schneemann. Ich will die Welt sehen, aber ich kann mich nicht bewegen. Wärst du so nett, Reisender, bitte, nimm doch ein Stück von mir und bring's ganz weit weg. Alles klar. Danke, viel Glück. Du kriegst ein Stück Schneemann. Na, wie geht's mir so? Und mit ich, also mit mir, meine ich das Stück von mir, das ich dir mitgegeben habe. Okay, so, wir kommen dann wohl in ein Dorf, aber da kommen wir beim nächsten Mal hin. Also, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye-bye.